Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Ihr habt in dem Beitrag vielleicht schon gesehen, der Kompressor ist eingetroffen. Das heißt, normalerweise mache ich immer eins nach den anderen. Aber ich denke mal, ihr seid neugierig, ich bin neugierig und da steht der Kompressor. Ich würde sagen, wir holen ihn mal aus der Verpackung raus und gucken uns das Teil doch mal ein bisschen genauer an. Bin ich froh, dass ich eine Bühne habe. Da vorne ist der Trichter, hier vorne ist der Hauptrahmen für unsere Sandstrahlkabine und hier konnte ich noch sogar den Kompressor drauf schieben. Warum habe ich den Kompressor mit der oberhalb hier drauf gelegt? Wir öffnen unten und dann setze ich ihn ab und ziehe die Pappe von oben weg. Ganz einfach. Beste Möglichkeit, um sowas auszupacken. So, hier, oh, hat schon ein bisschen gelitten hier. Nicht mehr ganz, hat gerade noch hier unten gehalten. Also, einmal aufklappen. Wie gesagt, ich bin genauso neugierig wie ihr. Jetzt heißt es, die Pappen, ja, die könnte man eigentlich hier so hinmachen und zusammen machen ein bisschen und dann runter damit. Pappen nach hinten geklappt, etwas Klebefix genommen und einmal drumherum gezogen. Jetzt können wir das Paket ablassen. Das heißt, wir haben hier so was wie eine Rutsche sogar noch. Also vorsichtig ablassen und hinstellen. Jetzt weiß ich gar nicht, ist die Decke hoch genug, dass ich den Karton überhaupt abziehen kann. Das werden wir jetzt erleben. Na, wer sagt das denn? Geht doch. Und es ist sogar noch Zubehör dabei. Das machen wir auch gleich. Ich würde sagen, wir wollen doch mal sehen und wollen unseren Kompressor, wow, mal, ja, frei machen. Sieht doch ganz gut aus. Was ich hier noch dran machen muss, sehe ich schon, unten müssen auf jeden Fall noch Füße dran. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich den Karton drüber gelassen, hätte das Ganze gedreht und hätte erstmal die Füße dran gemacht. Aber ich denke mal, das funktioniert auch so. Ich habe mal den Kompressor einfach hier drauf gelegt. Ist ja praktisch. Und ich versuche jetzt mal das Zubehör rauszubekommen. Das heißt, gewusst, wie, oh, sogar eine Holzplatte. Da fehlt mir jetzt nur noch eine Dekopiersäge. Dann ist alles vorhanden. Gut, hier haben wir das Zubehör. Hier haben wir Styropor zur Seite und das Zubehör erstmal hier oben drauf. Das geht auch schon. Hier ist die Gebrauchsanleitung. Ich glaube, die ist mehrsprachig. Ja, die ist mehrsprachig. Gut, das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir einen Schlauch mit Anschlüsse, allem drum und dran. Wir brauchen einmal dieses hier. Ja, wir öffnen das mal.
Das ist schon mal ein Rad, weil das Teil ist ja auch mobil. Haben wir mal zwei. Ich habe diesen Kompressor extra mit Zubehör nochmal gewählt, ja, dass ich auch alles parat habe. Noch ein Rad. Jetzt sollten hier irgendwo Gummifüße sein. Ja, das sieht gut aus. Ich sehe allerdings gerade nur einen Gummifuß. Wo ist der zweite hin? Hier ist kein Gummifuß. Ach, das sind schon zwei. Okay, alles gut. Das sind zwei Gummifüße. Mit sogar Adapter dabei. Wow. Hier sind die Gummifüße für die Vibration und dass der Kompressor auch da stehen bleibt, wo er stehen bleiben soll. Hier ist sogar ein Abzweiger und schon mit Teflonband umzogen sogar. Also gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich doch sagen, ja, hier genau, hier ist das Zubehör. Hier ist der Ziehharmonika-Schlauch. Mit Anschluss, alles drum und dran. Hier, Moment, der will nicht. So, wieder rein. Dann nochmal das Zubehör, Spitzen, Düsen, alles dabei für die Pistole. Also, es ist einiges dabei. Und wir gucken jetzt hier mal rein. Hier haben wir eine Luftdruckpistole. Da sind sogar die Spitzen vorne zum Aufschrauben auf jeden Fall. Und wir haben noch einmal für Ventile zu befüllen. Die habe ich, glaube ich, das ist jetzt schon das dritte. Aber naja, wer weiß, welches besser ist. Gut, das kann erstmal zur Seite. Was jetzt rankommt, sind die Räder. Also, ich habe hier eben auch mal so drumherum geguckt. Er ist wirklich schön verarbeitet, stabil verarbeitet. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, dann würde ich doch sagen, wir bringen hier jetzt die Räder an. Ja, hier brauche ich, glaube ich, nichts dran machen. Nein, das ist alles okay, wie es aussieht. Eigentlich würde ich gerne den Deckel hier mal runternehmen, um zu sehen. Aber nee, ich glaube, das ist schon ganz gut gelagert. Also einfach dran und schon haben wir die Räder dran. Ich will doch noch mal was gucken. Ja, die Mutter ist gesichert. Also wirklich nur das Rad dran, 13er Schlüssel holen. Und dann haben wir hier auch unsere Räder schon mal dran. Also diese Muttern hier sind gesichert. Das ist, ja, hier sieht man, die lassen sich nicht drehen. Die sind, ich denke mal, eventuell mit Schraubensicherung befestigt. Schätze ich zumindest mal. Und da kann ich auch dann gegenhalten. Ich ziehe das erstmal an. Hier kann ich auch mit einem 13er Schlüssel zwischengehen und kontern. Und das heißt, ich brauche zwei 13er. Gut, Füße habe ich ja nun auch hier. Das sind die Füße. Ganz einfach, normal. So, hier ist noch lose. Einfach losschrauben und hier unten dran machen. So, mal gucken. Na, komm drauf. Die mag noch nicht. Jetzt aber. Jetzt hat sie verspielt. Also einmal und Nummer zwei. Dann ist das auch gleich erledigt. Ich bin mal gespannt, wie laut er sein wird, weil das weiß ich ja auch gerade noch nicht.
wie laut er sein wird. Kann ja auch sein, dass er gar nicht so laut ist. Kann natürlich auch sein, dass er richtig, ja, Dampf macht. Gut, 2/13er Schlüssel brauche ich. So, einmal hier zum Gegenhalten und einmal festziehen. Moment, hier ist die 13. Gut, einmal das Rad festziehen. So, das sollte gut sein. Ja. Und hier genau das gleiche. Auch festziehen. So. Ja. Ja, das eiert ein bisschen. Ist aber auch nicht ganz so schlimm, denke ich mal. Zur Not nehme ich hier mal den Deckel runter und ziehe das auch ein bisschen straffer. Und runter. Einmal aufstellen. Na, wer sagt's denn? Geht doch. Jetzt, wo er unten ist, schiebe ich ihn mal. Und das hört sich doch gut an. Und vor allem keine schlackernden Räder. Das mag ich nun gar nicht. Gut. 50 Liter, 10 Bar. Einstellbar hier oben. Auf Plus, Minus. Oh, das geht aber schwer hier. So, okay, jetzt. Plus, Minus. Für die Kabine, ich glaube, da reichen ungefähr 6 Bar Dauerleistung. Das sollte reichen. Ich bin mal gespannt, wie laut er ist. Vor allem, ich möchte ja auch noch die Anschlüsse noch dran machen. Anschlüsse kommen hier an der Seite dran. Deshalb auch das Teflonband. Das machen wir jetzt. Der Druckanschluss soll auf jeden Fall so stehen. Zuletzt. Das heißt, ansetzen. Gucken, dass er auch gerade reingeht hier. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Und drehen. Dazu hole ich mir jetzt was, was ich hier zum Hebeln nehmen kann. Was mir eben aufgefallen war, ich dachte eben, warum bewegt sich dieses Teil? Moment. Warum bewegt sich dieses Teil? Jetzt ist es normalerweise hier oben verschraubt. Einmal hier und einmal da. Und ich habe gesehen, das ist abgebrochen. Also muss da was dran passiert sein. Von mir kann das jetzt nicht gekommen sein. So, und zwar sitzen da Halter. Der eine hier ist weggeknackst. Und auf der anderen Seite ebenfalls. Nicht schön. Werde ich den Hersteller anschreiben. Ich glaube, das kann man einigermaßen sehen. Da vorne ist die Beschädigung. Ich halte mal die Lampe hier rein. Und hier drüben ist ebenfalls eine Beschädigung. Da, glaube ich, in der Ecke. Da. Aufgefallen war mir, wo ich eben hier das festziehen wollte, dass die Verkleidung hier so mitgespielt hat. Also, nicht korrekt, werde ich anschreiben und ich werde dort auch Bescheid geben. Entweder schicken die mir ein Neuteil dazu, dafür. Das heißt, was heißt Neuteil? Einen kompletten oberen Teil, den ich auswechseln könnte. Oder sie schicken mir ein Neugerät in Austausch. Weil ich wollte jetzt damit arbeiten. Werde ich höchstwahrscheinlich auch. Aber es ist eben keine schöne Sache, wenn das da oben locker ist. Das kommt eben, wenn die Sachen nicht richtig gut verpackt werden. Vor allem, es ist zwar ein großer Karton, aber warum schützt man diesen Karton nicht nochmal? Das frage ich mich immer wieder. So, wir machen jetzt mal die Hörprobe.
hört sich alles gut an. 3 Bar Druck, ja, genau 3 Bar habe ich jetzt erstmal drauf. Und ja, normalerweise müsste man jetzt vielleicht doch mal den Schlauch anschließen und einfach mal die Pistole. Mal gucken, ob der Schlauch selbst auch dicht ist. Also, einmal drauf. Ah, okay, das ist nämlich das Problem jetzt. Gut, also Hersteller schreibe ich auf jeden Fall an. Und selbst wenn ich ihn nutze und dann noch zurückgeben muss, das wäre mir dann auch in dem Moment wirklich egal. Und, jawohl. Gut. Wir gehen mal ein bisschen runter. Wir gehen jetzt so auf 2 Bar Druck. Na. Ja, also da muss auf jeden Fall noch Dampf drauf. Der hat ein bisschen wenig Dampf so. Voll. Wir lassen ihn nochmal laufen. Also auf 8 Bar steht er jetzt. Ich nehme mal hier. Ja, wenn vorne die Spitze vielleicht noch dran ist, dann bringt er natürlich noch mehr Druck. Aber dazu muss natürlich auch die Spitze dran. Ich setze jetzt hier mal die Spritze vorne an, also die Spitzendüse sozusagen. Ich denke mal, das wird auch, das dürfte 11er sein. Ich will einen 11er Schlüssel festmachen. Na gut, wir nehmen einen 12er. 12 ist passend. Also schön vorsichtig anziehen. Sollte gut sein. Und jetzt nochmal. Oh ja. Und ich habe jetzt Volldruck. Ich nehme jetzt mal Druck runter. Man hört es zwischen. Ich gehe jetzt mal auf 2 Bar. Ich muss ihn noch ein bisschen füllen, aber er bringt seine Leistung auf jeden Fall. Volles Fund. Ja, da ist Dampf hinter. Auf jeden Fall. Also an Karton sind keine Beschädigungen. Da habe ich extra eben nochmal geguckt. Zumindest nicht, was hier hätte passieren dürfen. Deshalb anschreiben, Sache klären. Und selbst wenn ich ihn nutze, trotzdem möchte ich einen Austausch haben. Eins muss passieren. Ich habe Garantie drauf. Deshalb würde es dann heißen, 1:1 tauschen. Ich packe das Ding dann wieder zusammen. Wenn das neue da ist, geht das dann wieder zurück. Ich mache jetzt noch Bilder davon und dann schauen wir mal. Also den Verkäufer habe ich angeschrieben für den Kompressor und mal warten, was da jetzt zurückkommt. Habe natürlich auch dringend geschrieben, weil im Grunde ist es dringend. Ich möchte ja nun mit der Kabine dann weitermachen können. Gut, zumindest mitarbeiten können, wenn sie jetzt aufgebaut ist. Es geht jetzt erstmal weiter an der Kabine. Kompressor lassen wir erstmal, warten wir erstmal ab, was da zurückkommt. Vielleicht will ich ihn wieder einpacken und es wird ein neuer geschickt. Wie auch immer. Gut, auf jeden Fall, das haben wir schwarz auf weiß und sogar auf Video. Jetzt geht es hiermit weiter. Da muss ich dann Kompressor nochmal die Tüte erstmal runternehmen. Und ich möchte heute den Unterboden nach Möglichkeit auch noch verbauen. Aber jetzt muss ich erstmal die restlichen Schrauben hier anbringen, dass die Seitenwände erstmal stabil werden und richtig zusammensitzen. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Rahmen ist zusammengeschraubt und ich würde jetzt gern das Unterteil fertig machen und zumindest gegen den Rahmen schon mal bringen. So haben wir zumindest schon mal
Oder so kann ich auch die Füße dann schon mal anschrauben. Ich bin am Überlegen, wie ich das jetzt gerade am besten mache. Jeder schraubt das anders zusammen. Der eine so, der andere so. Deshalb am besten jetzt mal überlegen, wie ich das mache. Tja Leute, ganz schön mühsam, wenn man das ganz allein macht. Macht sowas am besten immer mit zwei Leuten. Und alleine ist wirklich eine ganz schöne Qual. Also, es steht schon mal unser Gestell, unser Rahmen müssen. Oder ich muss aber noch Kleinigkeiten machen. Das heißt, für die Hände, also die Handschuhe müssen noch rein, der Deckel muss oben noch drauf. Der Anschluss fürs Licht muss rein und. Ihr seht, wirklich mühsam. Naja, wenigstens ein Stück vorangekommen. Morgen nochmal den Rest. Morgen werde ich mir, denke ich mal, Anton dazu holen. Dann geht das Ganze ein bisschen flotter, weil der Trichter muss ja auch noch richtig verschraubt werden, also richtig angezogen werden. Sitzt ja schon alles, aber das dauert eben immer ein bisschen, wenn man das Ganze allein macht. Ja, kann ich wirklich nur so sagen. Hier sieht es aus wie eine Bombe. Deshalb heute Hände über den Kopf zusammenschlagen, aufräumen, Roller rein und Feierabend. Für heute soll es reichen. Kompressor, wie gesagt, habe ich mich schon drum gekümmert. Das ist am Laufen. Ich denke mal, spätestens vielleicht morgen oder Montag werde ich dann eine Antwort darauf bekommen. Lassen wir uns mal überraschen, was da dann rauskommt. Gut, in diesem Sinne, schnell raus und für euch das Video reinschmeißen. Dann ist der Tag auch schon wieder gelaufen. Also, macht's gut. Euch noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns natürlich in dem nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.